Es ist endlich soweit. Wir gehen auf Rathaus 11 und wir haben 11.732 Juwelen. Ich würde sagen, ich baue jetzt nochmal dieses Grüppzeug hier ein bisschen ab und dann gucken wir mal, wie weit wir das Rathaus noch gehen müssen. Und wir haben noch 27 Juwelen dazu bekommen und damit erstmal herzlich willkommen bei einer weiteren Folge, einer ganz besonderen Folge, Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ihr seht das, 40 Minuten dauert mein Rathaus 10, jetzt noch auf Rathaus 11 und ich würde sagen, läuft die Aufnahme ja nicht, dass ich jetzt was aufnehme und nicht aufnehme und was sage und was mache. Das ist das, was ich immer ansage. Es sind die einmaligen Sachen. Die machst du ja nur einmal und dann vergisst du den Aufnahmeknopf zu drücken. Also denke ich mal, wir hauen hier die 40 Minuten in den Sack. Ich habe sogar noch Plus daran gemacht, dass ich jetzt die Minen und Sammler abgeholzt habe. Ihr seht das, ich bin ja auch Level 169 geworden. Und dann gehen wir mal die 13 Juwelen hier rein. Also wir sind jetzt Rathaus 11. Hier schönes Rathaus, finde ich. Ich mag das Rathaus 11, muss ich sagen. Und wie gelingt hier eigentlich der Start? Ihr habt das im Thumbnail gesehen. Wir wollen heute mal alles ausgeben, was so geht. Gerade im Start von Rathaus 11. Ich habe ja gesagt, ich will sofort wieder am Ball bleiben. Und wir gehen erstmal, würde ich sagen, shoppen. Ich habe mir natürlich so ein paar Sachen ausgedacht, wie wir den Start hier ganz nett hinbekommen. Armeelager muss hoch, Labor muss hoch. Clanburg muss hoch und vielleicht noch ein Kasernchen oder so. Mal gucken. Ich habe relativ viele magische Items hier. Wir haben also etliches natürlich an Tränken. Wir haben noch so ein paar Bücher. Wir haben noch ein paar Runen. Allerdings ist eine Rune, ja, die eine Rune ist Bilderbase-Rune. Die anderen beiden sind ganz normale Sachen für die Elex-Sachen, denn gerade der Start in den Rathausstufen, vor allen Dingen 10, 11, 12, ich glaube, ja, doch auch 10, ist sehr, sehr Elex-lastig. Das Gute, was ich eigentlich habe hier zum Start, ich habe die Minen und Sammler alle oben. Das heißt also, um die brauche ich mich schon nicht mehr kümmern. Die habe ich jetzt schon auf Max-Level. Mit dem Thorsten muss ich die jetzt alle noch nachholen. Da laufen die jetzt erst. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Aber hauen wir mal einen Sack. Und ich würde sagen, wir gehen als erstes in den Shop. Aber wir kaufen uns nicht das Einsteigerpaket. Das kaufe ich mir diesmal nicht. Ihr wisst, dieser Account ist ein Free-to-Play-Account. Der Thorsten, mit dem habe ich mir dieses Paket, das Town Hall 11 Startpaket damals gekauft. Mache ich mit diesem aber nicht. Denn ich glaube, ich brauche es nicht. Wir können es ganz normal leveln. Wir gucken aber erstmal rein, was wir hier im Shop haben, was wir überhaupt raushauen können. Also wir können den Warden raushauen. Was kriegen wir hier noch? Wir kriegen, glaube ich, etliches an Gebäuden und Mauern dabei. Ich muss mal gerade gucken. Army ist da einmal, Defenses vor allen Dingen. Ja, okay, wir kriegen eine Kanone, die hauen wir schon mal raus. Wir hauen die Sachen hier schon mal raus. Dann gucken wir mal, was wir so zum Start von Rathaus 11 alles so bekommen. Und es ist ja schon mal bei meinem jetzt ein bisschen länger her, so ein gutes Dreivierteljahr. Mal sehen, da ist das Ding schon mal fertig. Hier einmal den Bogenschützenturm und jetzt muss ich mal sehen, was es eigentlich noch gab hier an defensiven Gebäuden vor allen Dingen. Es gibt ganz, ganz viele Mauern. Okay, es gibt den hier für 8 Stunden. Den lassen wir aber nicht 8 Stunden laufen. Das ist mir denn doch ein bisschen viel. Da hauen wir die 93 Euro. Ah, nee, die hauen wir nicht hin. Sag, komm, 93 für so ein Magertum, das sehe ich jetzt nicht so wirklich ein. Muss ich mal so sagen. Die lasse ich jetzt doch mal laufen. Und 4 Tage diesen hier, 7 Tage dauert die Adlerartillerie. Gucken wir mal, was wir noch so machen können. Und dann, glaube ich, ziehen wir erstmal die Mauern hier raus. 50 neue Mauern gibt es. Stimmt das echt? 50 Stück? Alter Falter. Eieieiei. Der fängt hier mitten in der Base an. Das ist natürlich doof. Wir bauen hier mal so eine Doppelspur, würde ich sagen. Einmal. Und dann nehmen wir den mal hier mit rein, also die werde ich sehr, sehr früh machen, denn, ach nein, was kann, wieso geht der jetzt nicht da lang? Okay, jetzt geht er da lang, alles klar, ich glaube, es sind doch nur 25 gewesen, ne? Ich habe, ja doch, ich glaube, das sind nur 25, also die haben wir jetzt auch schon mal, dann kann ich die Sammler hier auch wieder leer machen, 9 Millionen gehen hier jetzt rein und wir gehen nochmal in den Shop rein, ihr seht das, ich habe 818 Marken, wir gehen jetzt erstmal shoppen und was ich tatsächlich mit diesen Marken vorhabe, ich möchte ganz schnell die Armeelager hochhaben, habe ich ja gesagt, Labor und CB, also die Clanburg. Und wir können uns, glaube ich, 6 Hammer hier leisten. Hammer of Building können wir uns, glaube ich, 6 Stück leisten. Und
Beim Edeka steht immer in handelsüblichen Mengen, wenn es Sonderangebote gibt, oder früher stand das, glaube ich, immer da. Wir ziehen ja aber mal, oh, ich kann gar nicht so viel nehmen. Ich kann nur immer einen nehmen, okay. Das ist ja, oh Gott, ich kann immer nur einen nehmen. Nee, ne? Ich kann die nicht aufsparen. Okay, dann mache ich einen kurzen Cut. Ich hau mir erstmal die 4 Armeelager hier jetzt, glaube ich, hoch. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt hier shoppen, ohne Ende. Aber das geht dann wohl doch nicht. Ein Hammer hier, oh, tatsächlich, es geht nur ein Hammer rein. Okay, dann holen wir uns das erste Lager hier schon mal hoch. Und ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut. Und dann habe ich alle 4 Armeelager in jedem Fall oben. Damit haben wir uns nämlich gerade 36 Millionen Elex gespart. Das ist ja mal 36 Millionen Elex gespart. Wir haben also jetzt unsere 260 Truppen. Das ist einfach mein Ziel gewesen, hier sofort volle Truppenanzahl zu haben, um auch gleich wieder richtig loszustarten hier im Dorf. Und wir haben noch nichts ausgegeben. Das ist echt geil. Wir haben noch nichts ausgegeben. Finde ich wirklich, wirklich nice. Und jetzt gucke ich mal. Ich wollte ja eigentlich weiter shoppen. Aber wir haben ja hier auch noch einen Hammer in der Clanburg und beziehungsweise in der Magical Chest, so heißt es, Magic Item. Und ich muss jetzt mal genau überlegen, was ich eigentlich machen wollte. Ich glaube, ich wollte mir erstmal die Queen hier ein Level hochballern. Finish now. Dann haben wir das Heldenbuch hier schon mal verbraucht. Das ist nicht schlecht, Level 41. Da ist sie schon mal. Und jetzt kann ich auch ein bisschen endlich mein Dunkles rausholen. Und ihr seht das hier auch, meine Clanburg. Pickepacke, ja, nicht ganz pickepacke voll, aber ganz gut befüllt. Und wir machen ganz, ganz fröhlich weiter hier. Nicht mit dem Markenkauf, sondern jetzt muss ich mal, ich muss mal ganz, ganz genau überlegen, was wollte ich eigentlich raushauen? Ich wollte eigentlich raushauen, ein Hammer, zwei Hammer. Ah ja, jetzt wird es ein bisschen eng. Okay, jetzt wird es ein bisschen eng. Da muss ich mal schauen. Ich kann hier noch einen Hammer, glaube ich, holen. Hammer auf Building. Das kann ich jetzt mal nicht so machen. Das ist jetzt eine Sache, die weiß ich nicht. Denn ich würde ganz gerne den Adler hier rausholen. Mit 8 Millionen. Jetzt kann ich es nämlich machen. Weiß aber gar nicht, mit welchem Hammer ich mir das Ding eigentlich fertig machen lassen kann. Okay, den können wir in jedem Fall nehmen. Einmal den Hammer hier genommen, dann haben wir den Adler gleich auf Level 1. Ich will den sofort haben. Ihr wisst immer, ich bin ja kein Rusher oder sonst was. Also ich will sofort den Adler hier in der Base haben, denn wir spielen jetzt CWL. Überraschung, Überraschung für unsere Gegner. Der Toto ist nämlich dann auf Rathaus 11 und hat immerhin schon mal einen Adler auf Level 1. Das finde ich jetzt nicht schlecht. Aber wir haben ja noch zwei Hammer. Nee, wir haben jetzt noch, glaube ich, keinen Hammer mehr übrig. Aber wir haben natürlich noch ein wenig, was wir hier shoppen können. Ich gucke jetzt mal, Hammer auf Building, können wir uns noch zwei Stück leisten. War ja auch so mein Ziel. Das heißt also, wir hauen uns hier die Clanburg hoch. 10 Tage gespart und ganz, ganz viel Gold. Das ist echt, echt nice, kann ich euch sagen. Und ich brauchte jetzt vor allen Dingen nicht einen einzigen Min, beziehungsweise nicht ein einziges Gebäude, was diese hier angeht, hochleveln. Denn ihr habt das ja gesehen, mit dem Hammer muss ich das nicht machen. Und ich habe jetzt etliche schon an Ressourcen hier eingespart. Aber mal sehen, was brauchen wir denn eigentlich noch so zum Rathaus 9er Start. Okay, wir gucken mal, wie wir weitermachen können. Ich glaube, ich konnte ja noch einmal shoppen hier. Und zwar noch mal einmal Hammer auf Building. 6 Stück haben wir damit jetzt verbraucht. Dafür habe ich die, ich weiß ja, ich meine, wofür sind die Marken denn da? Und wir hauen uns das Labor natürlich auch noch hoch. Ich weiß, 6 Tage nur gespart, das macht aber nichts, denn ich kann sofort eine Truppe leveln. Aber vorher muss ich eine Rune nehmen. Ich muss natürlich vorher eine Rune nehmen, denn ich habe eine dunkle Rune. Wo ist sie? Hier ist sie. Die können wir auch ruhig usen. Ich weiß, ich könnte sie natürlich jetzt ganz, ganz lange aufbewahren, um wirklich alles auszuschöpfen, was hier geht. Aber 170.000, ich meine, die hast du auch nicht in einem Tag reingefarmt, wenn du nur abends so ein bisschen ein Stündchen oder zwei Stündchen Clash of Clans spielst. Das heißt also, wir können direkt in die Forschung reingehen. Und ich fange genauso an wie beim Rathaus 12 auch. Ich hau mir hier direkt die Bowler hier auf Level 3. Denn dafür habe ich noch ein Buch. Also auch das nutzen wir hier zum Start. Jetzt habe ich natürlich nichts im Moment zum Forschen. Das macht aber auch nichts. Denn wir wollen ja so ein bisschen weiter forschen, glaube ich.
Nur was forschen wir jetzt? Ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt nur noch 98 von denen hier. Das reicht also nur noch für so ein paar Mauerringe und so ein paar Tränke, die ich habe. Aber die habe ich auch alle voll. Und ich würde sagen, dann schlagen wir hier einmal beim Händler zu. Ein einziges Mal mit einem Book of Building. Und ja, das waren jetzt 925. Ihr seht das, ich habe immer noch 10.800 Gems hier und bin noch längst nicht durch mit meinen ganzen Errungenschaften. Da kommt noch reichlich dazu. Denn eine Kaserne, wir machen hier eine Kaserne auf 12 Tage. So lange kann ich natürlich nicht auf den Elektrodrachen warten. Das heißt, wir ballern uns sofort die Elektrodrachen hier rein. Und ich würde sagen, die leveln wir jetzt auch. Was kosten die eigentlich? Was kosten die Elektrodrachen auf Level 2? Okay, die kosten 9. Die kosten 9. Da müssen wir, glaube ich, da müssen wir jetzt schon anfangen zu farmen. Haben wir gar nicht. Wir haben nur 8,16. Okay, da müssen wir leider anfangen zu farmen. Und aber die möchte ich ganz gerne als nächstes leveln. Wir haben jetzt noch 4 Millionen Gold hier. Ich glaube, die eine Mauerreihe hier mache ich jetzt schon mal. Denn so ein bisschen kann das Gold hier jetzt auch rauskommen. Und diese Mauerreihe hier, nicht die einzelne, sondern Select Row, die können wir auch erstmal machen. Denn ich level jetzt erstmal die kleinen Gebäudchen hier hinten hoch, die wir noch dazu bekommen haben. Oder haben wir noch irgendetwas vergessen? Oh, wir haben noch irgendwas vergessen, ne? Wir haben noch irgendetwas vergessen. Wir haben den Boden noch vergessen. Okay, dann kann ich sie halt doch noch nicht leveln. Meine Kollegen dort, also stimmt, wir haben den Warden ganz vergessen. Den Warden hauen wir auch raus. Die Warden-Statue bzw. der Warden selber ist sofort verfügbar. Jetzt habe ich nur noch 2,4 Mille, aber ich wäre ja nicht Toto Clash, wenn ich nicht so toll geplant hätte. Und wir haben natürlich hier noch eine ganz nette Rune, die nehmen wir mal. Damit haben wir die 9 Mille hier drin und können jetzt, glaube ich, nicht updaten, sondern ich glaube, wir können den Elektrodrachen hier auf Level 9 einmal laufen lassen. Wir haben das Unibuch hier. Aber das Unibuch möchte ich ganz gerne für etwas anderes nutzen. Denn ich habe im Moment nur eins. Da mache ich vielleicht einen Helden mit hoch oder einen Warden. Weiß ich noch nicht, aber ich denke mal, die 9 Tage, die kann ja erstmal laufen. Denn wenn ich den Elektrodrachen, ich habe ja jetzt erstmal nur eine Kaserne auf Elektrodrachen und habe 0 Elex. Das ist mal richtig geil. Ich habe wirklich 0 Elex. Denn mit dem kann ich erstmal angreifen, auch auf den hätte ich jetzt gar nicht machen brauchen, weil ich natürlich hier in meinen Magic Items noch 14 Max-Tränke habe, aber die nutze ich für andere Truppen jeweils dann in den jeweiligen Clan-Kriegen. Deswegen habe ich gedacht, wir hauen uns erstmal den Drachen raus. Ich glaube, das war das Sinnvollste. Wir haben jetzt auch bis auf das Unibuch hier alles genutzt. Ein paar Gebäudebücher und 4 Mille haben wir da oben noch. Ist immer noch was im Shop. Dauert ganz schön, so ein Rathaus 11 Start hier. Es ist immer noch etwas im Shop drin. 4 Tage, 3 Stunden, okay. Den holen wir noch raus hier. Der läuft jetzt also. Und was haben wir noch hier? Traps. Oh, wir haben noch Traps, echt? Ei, 3 Mille. Die Tornado-Falle, shit. Wir müssen farm gehen. Okay, dann hauen wir mal rein. 3 Mille farmen, das dürfte relativ zügig gehen. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Denn ich habe noch eine fette Truppe, ihr habt es auch gesehen. Ich bin so ein bisschen ich bin ein bisschen runtergegangen in der Liga. Das ist der First Click hier. Das ist echt der First Click. Und okay, den nehmen wir mal mit. Ich verbrauche aber, ich verbrauche ruhig meine Karre. Wir haben im Moment überhaupt keinen Karrenspender. Ich gucke mal, ob der Clanbook hat, aber der wird keine Clanbook haben. Alter Falter, gleich der erste Klick, Sonnenhammer Gegner hier. Ich bin allerdings auch ein bisschen runtergegangen in der Liga, denn da oben in Champion 2 wollte ich jetzt nicht mit dem Rathaus 11 anfangen. Ich meine, der Warden bringt jetzt noch nicht so super viel, ist aber nicht so schlimm an der Stelle. Er ist erstmal dabei, verstärkt die Truppen ganz gut, hoffe ich mal. Und jetzt gucke ich mal, dass wir da so reinspringen können. Mal sehen, ob meine Truppen überhaupt so weit gehen. Die Karre geht schon mal sehr, sehr weit. Dann können wir hier schon mal durchwuteln. Alter, der erste Gegner gleich. Der erste Gegner gleich. So ein Ding hier. Ich würde aber gerne die Tornado-Falle heute in jedem Fall noch rausbekommen, um hier so ein bisschen weiterzumachen, beziehungsweise die kleineren Sachen dann auch weiterzubauen. Die kosten jetzt nicht ganz so viel. Ich habe jetzt wirklich alles rausgehauen, was hier überhaupt so geht. Bei der neuen Rathausstufe hier. Mein Warden ist eigentlich. Oh, guck mal, mein Warden ist noch da. Das ist ja cool. Auf Level 1 zieht er hier jetzt eben mal durch.
Und ich nehme jetzt hier mal den einen Lakaien, aber ich glaube, den haben wir ganz gut gerockt hier. Da brauchen wir den einen Zauber auch nicht. Ja, so passt das. Also schon mal mit Bowler auf 3. Ich wollte es einfach so haben. Sofort den Superstart auf 11 hier. Das ist halt, wenn du durchmaxst. Deswegen sage ich immer, Leute, max eure Rathäuser durch. Euch fällt der Start unheimlich einfach auf die neue Rathausstufe. Und ich meine 876.000, 655.000 und schon wieder fett das Dunkle hier drin. Ich weiß, ich habe ein paar Pokale gemacht. Ich werde aber auch wieder ein bisschen droppen. Und wir haben den Bonus auch drin. Wunderbar. Haben wir auch wieder ein bisschen was in der CB. Wir haben jetzt ein bisschen Elex. Wir haben ein wenig vom Gold, aber das reicht noch nicht. Wir brauchen noch wesentlich mehr. Und natürlich, ich habe diese Armee jetzt nochmal nachtrainiert. Das Witzige war, hier oben stand eben keine Armee. Ich wollte es euch erst zeigen. Ich habe es jetzt verpasst. Hier stand mal keine Armee drin, ne? Als Nachfolgearmee. Das hat mich ein bisschen gewundert. Lag aber wahrscheinlich auch daran, dass ich mit ihm hier nicht so oft angegriffen habe. Und wo ist hier meine Funny Farm Armee? Oh, die muss ich erstmal editieren. Da brauchen wir etwas mehr, nämlich 2 Riesen mehr. Ich glaube, ich nehme dann immer einen. Ah ne, ich meine, ich nehme immer mehr Kobolde mit. Die safen wir hier mal. Und da ich ja jetzt ein bisschen reinhauen muss, nehmen wir natürlich einen Trunk hier mit rein. Einen Trainingspotion und dann machen wir hier weiter im Farm. Und es gibt viele ausgebrannte Bases, das könnt ihr mir glauben. Ihr seht das hier, wieder so einen dicken Fisch hier. Aber ich habe auch noch eine dicke Armee an Land, beziehungsweise die war jetzt noch aus der Eventwoche. Und den nehmen wir mal mit. Das ist natürlich jetzt auch ein Rathaus 11, war es eben, glaube ich, auch. Und ich habe jetzt natürlich keine Karre, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe ein paar Mauerbrecher mitgenommen, die müssen es einfach reißen. Wir haben Sprungzauber, haben wir dabei, ja, wir haben Sprung dabei. Passt alles so. Den machen wir in jedem Fall. Und dann gucken wir mal, dass wir hier mit den Riesen schon mal reinkommen. Einen Magier, die ganzen Hexen dahinter gespammt hier an der Maus. Und jetzt muss ich aber auch mal gucken, wo die Minenwerfer alle hinzielen. Hier haben wir noch ein paar Riesen, glaube ich, drin. Das passt. Jo, das sieht ganz gut aus. Hier sind wir ganz gut reingekommen, glaube ich. Die Helden hier hintergesetzt und unseren neuen Orden. Und dann gucken wir mal, dass wir hier jetzt da vielleicht reinspringen können, so ein bisschen tiefer in die Base. Die müssen sich ja jetzt ein bisschen tiefer reinfressen. Und ich gucke mal, was ich hier, wofür ich eigentlich immer meine Freeze-Zauber mit habe. Die habe ich jetzt irgendwie immer so mit in den Armeen hier gehabt. Denn ich habe immer das Gefühl gehabt, die sind eigentlich ganz gut. So ein bisschen kriegen wir jetzt natürlich von außen hier ein wenig Beschuss. Dann nehmen wir hier die beiden Minenwerfer mal außer Gefecht. Hier haben wir noch einen, wie heißt der Kollege noch, King. Den müssen wir noch wegmachen. Und ihr seht das, ich habe hier hinten jetzt schon, ich habe hier hinten jetzt meinen ersten Wut drin. Den nehmen wir hier, glaube ich mal, dass die ein bisschen schneller um die Ecke kommen. Und dann haben wir noch ein paar Bogenschützinnen. Mal sehen, wo wir hier noch so gleich ein bisschen was wegpicken können. Hier vielleicht. Ja, da hinten können wir noch ein bisschen was wegpicken. 200.000. Das ist ganz gut, aber hier unten geht ja noch so eine ganze Meute. Ja, Programm, ich weiß. So, das Dunkle nehmen wir hier in jedem Fall auch noch mit. Wir haben jetzt 2,6. Ah, mal gucken, das wird eine ganz, ganz enge Kiste, dass wir das letzte Ding hier auch noch aus dem Shop rauskriegen. Das wird ja in jedem Fall der oder die Tornado-Falle sein. Ich würde sie schon ganz gerne nutzen, denn es ist eine zusätzliche defensive Einheit. Und alles, was du ja erstmal in der Base hast, hilft auch. Und ich hoffe, dass euch diese Folge hier so ein bisschen gefallen hat und euch den Start auf die nächsten Rathausstufen, es ist egal, welche Rathausstufe es ist, ob es jetzt Rathaus 10 ist oder ob es Rathaus 9 ist oder Rathaus 8 oder so wie ich heute auf Rathaus 11. Ich denke mal, gerade mit den Marken hier, es geht unheimlich schnell, dass du vorankommst. Und ja, mein Warden macht ja auch noch ein bisschen Schaden hier. Okay, ich denke mal, das Kanönchen schafft er jetzt nicht mehr. Ist aber nicht so schlimm. Der rafft jetzt leider auch meinen letzten Bogenschützen hin. Also nochmal 500.000 hier reingehauen. Und jetzt gucken wir mal, haben wir jetzt eigentlich schon genug? Ah, wir haben 2,8. Okay, wir haben 2,8, aber wir haben ja hier... Oh, es reicht gerade so. Eieiei, so geil. Es reicht gerade so und hier hinten haben wir noch eine Trap. Das wird die Tornado-Falle sein und die hat keine Bauzeit, so weiß ich weiß. Wo will er denn die hinbauen? Okay, der will die da hinbauen. Ich nehme sie erstmal hier hin, denn ich muss jetzt sowieso meine Base umplanen. Also wir haben alles geschafft, was wir wollten. Ich denke mal, die nächsten Ziele werden in jedem Fall werden, dass wir den
dass wir den Bibelträger hier ein bisschen hochbringen auf Level 5, dass er seine Fähigkeit bekommt. Ich mache ein bisschen an der Defensive weiter. Labor läuft jetzt erstmal ein paar Tage. Also einen Bob haben wir noch frei. Mal gucken, wie ich den denn so einsetze. Und fordern wir einfach mal ganz niedlich wieder an. Mal gucken, dass wir hier auch immer schön wieder nachbauen. Allerdings die jetzt nicht, sondern ich nehme eine Funny Farm Armee. Also demnächst hier mit den vielen Kobolden unterwegs. Ich glaube, das ist die richtige Wahl an der Stelle. Ich nehme jetzt auch mal ein paar Zauber, glaube ich, mit. Ich nehme wieder die Kombi. Die Kombi ist mir im Moment am liebsten. Also, wenn euch das Ding hier gefallen hat, auf einem Mittwoch ist das, glaube ich, ganz nett. Die Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden und wir haben auch ein bisschen viel am Anfang natürlich geredet, aber es ist ja auch erstmal viel. Ich bedanke mich bei euch. Bis dahin, euer Toto. Bis dann.